Um eine Pionierin des Judentums ist es vergangenen Samstag hier in Tau gegangen. Und auch heute stellen wir Ihnen eine spirituelle Wegbereiterin vor, die Yoga-Pionierin Ursula Lyon. Bei einer weiteren Ausgabe der Reihe Tao aus den Religionen der Welt begrüßt sie Judith Fürst. Die Yoga-Philosophie ist zu einem Teil im Buddhismus verwurzelt. Wie weit darüber gehen die Meinungen auseinander? Im sogenannten Sampada-Yoga hat Ursula Lyon einen Weg gefunden, die buddhistische Lehre, Yoga und Meditation miteinander zu verbinden. Die in Köln geborene Yogalehrerin, die auch heute im Alter von 86 Jahren noch aktiv ist, hat darin eine heilsame Lebensstrategie und ihren Weg zur Spiritualität gefunden. Übrigens gemeinsam mit ihrem Mann, dem Großvater der Radio- und Fernsehjournalistin Rosa Lyon. Am Weg ihrer Stiefgroßmutter zeigt Rosa Lyon nun auf, wie der Buddhismus und Yoga in Österreich Fuß gefasst haben. Auf dem umfassenden Weg der Entwicklung. Die Buddhistin Ursula Lyon im Porträt. Gestaltung Rosa Lyon. Ich habe meinen Großvater nur zweimal gesehen. Da war ich 12 Jahre alt. Das liegt daran, dass er zu Kriegsende meine Großmutter und die drei Kinder verlassen hat, um nach Südamerika auszuwandern. Mein Vater war kurz davor auf die Welt gekommen. Er ist vaterlos aufgewachsen. Mein Großvater, Jesse Lyon, ist zuerst nach Argentinien, später nach Brasilien ausgewandert. Dort lernte er Ursula kennen, eine junge Physiotherapeutin und Krankenschwester aus Deutschland. Sie ist das jüngste von drei Kindern, die ihre Mutter sehr früh verlieren und dann zu ihrem Vater und seiner neuen Familie ziehen. Schon in der Schule will sie nach Südamerika. Daher lernt sie Spanisch und heuert nach ihrer Ausbildung zur Krankenschwester als Kindermädchen in Brasilien an. Jesse und Ursula Lyon heiraten und bekommen zwei Kinder. Zu viert ziehen sie nach Deutschland, zu ihren Eltern und Anfang der 80er Jahre dann nach Wien. Zu der Zeit sind die beiden vom Buddhismus so angetan, dass sie dazu beitragen wollten, ihn in Österreich zu etablieren. Sie helfen mit, ihn zu einer staatlich anerkannten Religion zu machen. Jesse Lyon verstirbt Anfang der 90er Jahre. Ursula Lyon ist heute 86 Jahre alt. Meine Stiefgroßmutter unterrichtet nach wie vor in der Theravada-Schule des buddhistischen Zentrums. Hier erzähle ich einen Teil ihrer Geschichte. Den Rücken gut abdrücken, von unten die Bauchmuskeln anspannen. Die Arme seitlich ablegen, den Rumpf und Schultern, Kopf ablegen. Liegen bleiben. Ursula Lyon hat Elemente aus buddhistischen Weisheiten, Meditation und Yoga zu einer eigenen Lehre zusammengefügt, dem sogenannten Sampada-Yoga. Sampada bedeutet Segen, jener Segen, den man sich selbst geben kann. Bleiben wir so geschlossen, atmen ein und richten uns im Oberkörper auf, dass die Nase Richtung Knie kommt. Letzten Sommer ist sie gestürzt, hat sich beide Arme gebrochen. Sie konnte nicht einmal alleine essen, war ans Bett gefesselt im Krankenhaus. Durch Yoga habe ich schnell gelernt, auch mich aufzurichten und aufzustehen, mit meinen Füßen sie irgendwo einzuklemmen und meine Muskeln eben, Bauchmuskeln einzusetzen oder was auch immer zur Verfügung stand. Und dass man auch dort irgendetwas tun kann, dass die Atmosphäre sich bessert. Jo, und ich war im Viererzimmer, ich war nicht allein. Wir waren im Viererzimmer mit drei anderen Frauen zusammen und das war im Anfang zum Teil sehr schwierig. Yoga und auch Meditation halfen ihr, ganz bei sich zu bleiben und selbst das unmittelbare Umfeld in den Hintergrund treten zu lassen. Buddhang Saranangacchami heißt, ich nehme Zuflucht zum Buddha als meinem Lehrer. Buddhang Dandamang Saranangacchami heißt, ich nehme Zuflucht zur Lehre als mein Weg. Sangang Saranangacchami heißt, ich nehme Zuflucht zu der Gemeinschaft, die den Weg geht. Und indem ich mir das so sagte, merkte ich, dass ich wieder ruhiger wurde, dass ich mehr Kraft bekam, dass die Energie wieder ein bisschen
ja, mehr Ausgleich schaffte. Von der Verbindung zwischen Buddhismus, Meditation und Yoga sind viele Menschen angetan. Denn Yoga kräftigt und entspannt, ideal, um danach lange im Meditationssitz verharren zu können. Yoga, wir haben oft gesagt, ist die Einstiegsdroge, ja, für Buddhismus. Johannes Kroniker, Meditationslehrer. Viele, die Yoga-Praxis machen, kommen dann zum Buddhismus und sagen, ja, das passt gut dazu und jetzt habe ich noch eine meditative Lehrerin und wie macht man das noch? Und Ursula hat auch durch ihre Kombination sehr viele Menschen angesprochen, die sehr, sehr glücklich sind. Und manche bleiben beim Yoga und manche machen dann Yoga und Buddhismus und manche sagen dann, naja, das Yoga höre ich dann auf, ich bleibe jetzt beim Buddhismus. Die Verbindung zwischen Yoga und Buddhismus ist aber auch umstritten. Der Religionswissenschaftler Volker Zotz etwa bezeichnet sie als willkürlich. Man hat Leuten dann, die kamen und sagten, wir interessieren uns für diese, ich sehe es als eine philosophische Richtung, den Buddhismus primär einmal, wir interessieren uns für diese Sache, dann immer geraten, nein, da fängt man erst einmal mit dem Körper an und macht einen Hatha-Yoga-Kurs und so etwas, was man in der Anfangszeit dann immer im Sekretariat am buddhistischen Zentrum hörte. Und da ist natürlich der Bezug sehr gewollt dargestellt, besteht aber nicht von Natur aus. Nicht ganz so streng sieht das Karl Bayer, Professor der Religionswissenschaft an der Universität Wien. Historisch ist es so, dass Yoga in den Asketenkreisen praktiziert wurde, in die der Buddha eintrat, nachdem er seine Familie verlassen hatte und sich für ein Pilgerleben entschieden hatte. Und Buddha hat, so sagen es die Sutren, bei verschiedenen Lehrern unterschiedliche Meditationspraktiken gelernt, die man dem Yoga zuordnen kann, und hat aber bei seinen Lehrern nicht zu der Erleuchtung gefunden, die er ersehnt und angestrebt hat. Aber es gibt also mannigfaltige historische Wechselwirkungen zwischen dem im Hinduismus, Brahmanismus angesiedelten Yoga und dem Buddhismus in seinen verschiedenen historischen Phasen. Ursula Lyon ist eine der ersten Yoga-Lehrerinnen in Europa. Seit Mitte der 60er Jahre unterrichtet sie. Allerdings nannte sie es nicht immer beim Namen. Zu der Zeit war Yoga nämlich noch nicht salonfähig. Das war bei Mannheim, in Südhessen, Baden. Und da ging ich hin und sagte, ich möchte gerne Yoga unterrichten. Das tut gut und das ist entspannt. Und ich hatte ja vorher autogenes Training. Ich sagte, das werde ich auch ein bisschen mit einbringen sogar und sowas. Ja, und da sagten sie, Yoga, sowas Esoterisches machen wir hier nicht. Da bin ich zu der anderen Volkshochschule, da haben ja verschiedene, drei waren da, bis zur anderen Volkshochschule und habe gesagt, ich möchte gerne Entspannungsgymnastik anbieten. Und dann sagt, wunderbar, dann machen Sie mal. Und dann habe ich Yoga gemacht. Ich dachte, ich lasse mir doch dann nicht von denen sagen, wie das geht. Also ich war immer ganz gut darin, andere Wege zu finden, das durchzusetzen, was ich meinte, was gut wäre. Genau auch mit dem, dass ich jetzt Yoga und Buddhismus und Meditation und Lehre zusammenbrachte, wollte man mir ja auch dann nicht erst geben. Ne? Und dann habe ich doch einen Weg gefunden, wie es denn doch geht. Ne? Zum Meditieren und zum Buddhismus als Religion bzw. als Philosophie kam Ursula Lyon über ihren Mann Jesse Lyon. Die beiden hatten einander in Brasilien kennengelernt. Sie arbeitete als Kindermädchen bei einer brasilianischen Familie. Er, der studierte Jurist, verdiente als Trabrennfahrer sein Geld. Als nach einer Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen mit Trabrennen in Brasilien nichts mehr zu verdienen war, zog das Paar schließlich nach Deutschland zu ihrer Familie. Da begannen beide, sich für buddhistische Literatur zu interessieren. Und Jesse Lyon überredete seine Frau, die sich bis dahin nicht allzu sehr für Meditation interessiert hatte, ein Schweigeseminar im niederösterreichischen Scheibs zu besuchen. Dort hatte ein buddhistisches Zentrum eröffnet. Nach 3 Tagen wollte ich weg und dachte, das ist nichts für mich. Ich kann zwar Yoga, aber das ist zu viel. Und als ich dann weg wollte, war der Christopher Titmus, der das damals gegeben hatte, kam als Mönch gerade zurück, war ein Engländer. Da hat er mich nur freundlich angeschaut, mir ein bisschen Tee angeboten und sagte, Ursula, komm hier, have a cup of tea. Und ich wollte gerade sagen, I can't stand it any longer. I want to go. Und dann bin ich eben doch geblieben, weil irgendwie diese Freundlichkeit da drin, die man ja beim Schweigen ja wenig erfährt, die hat mich dann umgestimmt und dann bin ich geblieben. Und danach,
nach dieser Krise sozusagen, da habe ich gemerkt, was eine Meditation bewirken kann. Dass ich vollkommen frei war auf einmal von meinen Vorstellungen und Sorgen das hat dann wirklich so eingeschlagen bei mir, dass ich das weitermachen wollte. Ursula Leyon ging dann bei der buddhistischen Nonne und Meditationsmeisterin Aya Khema in die Lehre. Die war eine ganz großartige buddhistische Lehrerin, die in der ganzen Welt unterrichtet. Ja, 12 Jahre war ich bei ihr sozusagen Schülerin, könnte man sagen, und hat mich auch eingesetzt für manche Sachen und hat mir dann auch hinterher in dem Sinne eine Autorisation gegeben, dass ich weiter lehren sollte und hat mich zu ihr ins Buddha-Haus eingeladen, dass ich da Kurse halte. Und so lehre ich jetzt weiter erst in ihrem Sinn, aber ich habe gemerkt, man muss sein eigenes dazu tun. Man kann nicht genau in die Fußstapfen von jemand anderem treten. Und so habe ich dann bei dem Buddhismus versucht, ich war ja schon Yoga-Lehrerin, Yoga, also Übungen, in der Yoga-Art, was ja auch achtsam ist, in Seminare mit hineinzubringen. Und da wurde ich erst etwas scheel angeschaut, weil man sagte, wir sind doch geistig interessiert und wir machen doch hier nichts mit dem Körper. Das war hier im buddhistischen Zentrum in Wien. Aber es sollte nicht zu lange dauern. Da durfte sie auch am damals relativ frisch gegründeten buddhistischen Zentrum im ersten Bezirk in Wien sowohl Meditation als auch Yoga unterrichten. Und als ich dann in Deutschland immer mehr Zulauf bekam auf Meditation, aber auch vom Buddhismus, wurde einmal bekannter dann in Österreich, da war ich in Österreich auch anerkannt. Aber ich musste praktisch einen Umweg über Deutschland machen. Nach wie vor mit 86 Jahren unterrichtet Ursula Leyon Yoga und Meditation in Deutschland, in Scheibs und auch in der Theravada-Schule des buddhistischen Zentrums am Wiener Fleischmarkt. Das ist nicht nur das buddhistische Zentrum für die Theravada-Schule, sondern auch für Zen und für die Kachus, also Trikun Kachi und Kamakachi und der Sitz der österreichisch-buddhistischen Religionsgesellschaft. Und jetzt werden wir schauen, dass wir da hineinkommen. Johannes Kroniker, Meditationslehrer und ehemaliger Generalsekretär der österreichischen buddhistischen Religionsgesellschaft, lädt zu einer kleinen Führung. Gleich neben den Theravada-Räumen wird es bunt. Die farbenfrohen Fahnen und Stoffe sind typisch für die tibetischen Strömungen. Und dann gibt es noch einen sehr minimalistischen Bereich, den der Zen-Buddhisten. Das ist schwarz-weiß, minimalistisch, ja, und sehr, sehr straight. Ja. So ist das hier. So ist das hier im Sinn. All diese Strömungen unter einem Dach, das ist einzigartig, das gibt es nur in Österreich. Ursula Leyon hat genau das begeistert. Beim Christentum habe ich das nie so kennengelernt. Bei uns hieß es immer, ja, wir sind evangelisch, aber die Katholiken oder so. Und hier war alles unter einem Hut. Und deswegen hat ja auch Österreich die Anerkennung vom Staat dafür bekommen. Und in Deutschland nicht. Dass der Buddhismus hierzulande als Religion anerkannt ist, ist durchaus umstritten. Der Religionswissenschaftler und Buddhologe Volker Zotz sieht zu starke Differenzen zwischen den verschiedenen Strömungen, um von einer einheitlichen Religion sprechen zu können. Dass das, was man da versucht, einen einheitlichen Buddhismus zu verstehen oder zu definieren, dass das so unmöglich ist, als wollte man eine christliche Religionsgemeinschaft aus katholischer Kirche, reformierten Kirchen, Zeugen Jehovas, Mormonen und Siebentagsadventisten zusammenstellen. Das hat ungefähr diese Dimension, was da geschehen ist mit der Buddhismusanerkennung. Aber das war, diese unterschiedlichen Konfessionen waren noch nicht aktiv damals, als man dann 1975 den Antrag gestellt hat, den Buddhismus anzuerkennen und die Republik da relativ hilflos auch zunächst einmal war, was sie mit diesem Anerkennungsansinnen machen sollte, was man daran sieht, dass sie gar nicht reagiert hat darauf. Erst nach weiteren Briefen und vielen Anrufen wurde erst einmal abgelehnt. Letztlich dauerte es 8 Jahre, bis das Verfahren durch war. Aber wozu wollte man die verschiedenen Strömungen überhaupt als Religionsgemeinschaft anerkannt wissen?
Der ehemalige Generalsekretär sieht in der Anerkennung vor allem die Abgrenzung zu unseriösen religiösen Richtungen gewährleistet. In Österreich ist es insofern sehr wichtig, als Kirche oder Religionsgesellschaft anerkannt zu sein, da alle anderen Bereiche mehr oder weniger als Sekten hier dargestellt werden. Und bei Sekten ist es immer die Problematik, dass man hier die Einstufung hat, dass man nicht austreten kann oder dass er den Beigeschmack hat, dass man hier irgendeine Doktrin auferlegt bekommt oder so wie die Scientology, dass man dann nicht mehr wegkommt und so weiter. Und bei einer anerkannten Religionsgesellschaft gibt es Grundvoraussetzungen, dass man freiwillig ein- und freiwillig austreten können muss. Außerdem darf aufgrund der staatlichen Anerkennung Religionsunterricht angeboten werden und beim Dialog der Religionsgemeinschaften dürfen auch die Buddhisten am Tisch Platz nehmen. An der Kritik, dass die verschiedenen buddhistischen Richtungen gar nicht unter einen Hut zu bringen seien, sei schon etwas dran, so Johannes Kroniker. Doch so unterschiedlich die Strömungen im Buddhismus seien, es gäbe Gemeinsamkeiten. Und nach außen hin finde ich es in Ordnung, dass man hier mal einen Buddhismus unter Anführungszeichen präsentiert, der halt intern 18, 20 verschiedene Richtungen hat. Die treibende Kraft hinter der Anerkennung war der Arzt Walter Karwat, erinnert sich Ursula Leon. Der Dr. Walter Karwat, der ja lange da Leiter war, bei dem war sein Saal immer ganz voll und wir wunderten uns, warum der Saal so voll war. Der hat all seinen Patienten gesagt, dass sie unbedingt auch die geistige Richtung mitmachen müssten, wenn sie gesund werden wollten. Und hat das dann so ihnen dargestellt, dass sie auch wirklich kamen. Die Leute waren alle sehr angeregt und bekamen dann so den Buddhismus mit. Walter Karwat, der erste Präsident der österreichischen buddhistischen Religionsgemeinschaft, hatte mehr im Sinn als die staatliche Anerkennung des Buddhismus als Religion, erklärt Volker Zotz. Für ihn war das eingebettet in eine viel größere Vision. Der hat bereits an einer Parteigründung gebastelt, die synarchistische Partei Österreichs, die so auf buddhistisch-philosophischen Grundlagen das ganze Land total reformieren sollte. Also da waren von manchen Seiten doch sehr, sehr weite Perspektiven drin. Er hat dann ein Büchlein geschrieben, Synarchie, und da gibt es dann recht faszinierende Forderungen wie Abschaffung von Polizei und Militär und dafür Nahkampfausbildung für jedermann. Und es war das Ganze und die Anerkennung des Buddhismus stand da mit drin. Das Streben danach, es hatte für einige der Beteiligten doch eine sehr utopistische Dimension, möchte ich einmal sagen, was man hier als Zukunft der Entwicklung gesehen hat. Zur Parteigründung kam es nicht. Aber seit 1983 ist der Buddhismus in Österreich als Religionsgemeinschaft anerkannt. Dazu musste erst ein Glaubensbekenntnis und eine Verfassung geschrieben werden. An diesen Schritten waren Ursula und insbesondere ihr Mann Jesse Lyon intensiv beteiligt. Er wurde 1983 der erste Generalsekretär der österreichischen buddhistischen Religionsgemeinschaft. Sein intensives Engagement führt Ursula Lyon auch darauf zurück, dass er hier Gnade erfuhr, wie sie es nennt. Denn Jesse Lyon war als Student begeisterter Nationalsozialist gewesen. Und es war interessant, dass er, als er dann bei den Buddhisten war, und da war ja der Walter Karwat, und dann hat der Jesse mal gesagt, er möchte ihm das gerne sagen, dass er wirklich ein eifriger Nazi mal gewesen war. Und hat ihm das so gesagt, was er so gemacht hat. Und er sagte, ja, das ist ja gut, dass du mir das sagst, aber das ist vorbei. Du bist jetzt hier und du bist hier bei den Buddhisten und du willst hier weiterkommen. Also, und der hat ihm auch nochmal den Rücken gestärkt. Tu jetzt was gut ist und das ist in Ordnung. Völlig aus der Luft gegriffen ist der Weg des Jesse Lyon nicht, meint Volker Zotz. Die führenden Nazis waren dem Buddhismus gegenüber zwar skeptisch, aber die Buddhisten hätten sich stark angebiedert. In Berlin hat es einen Mediziner gegeben, der da sehr aktiv, also die führenden Rollen im damaligen deutschen Buddhismus gespielt hat. Der war NSDAP-Mitglied, der hat Schriften verfasst über den deutschen Reichskanzler Hitler im Lichte des Buddhismus, hat Hitlers Vegetarismus hervorgehoben und andere Dinge, die da ganz im Sinne des Buddhismus sein könnten. Also es hat eine sehr starke Verbindung da gegeben. Und sehr viele buddhistische Schriftsteller haben so die arische Karte ausgespielt. Jesus, der
Religionsstifter jüdischen Blutes und Buddha ein indischer Religionsstifter arischen Blutes und dass die buddhistische Religion dem deutschen Wesen eigentlich viel angemessener wäre. Die grundlegenden Nazi-Denker haben das verneint und den Kopf geschüttelt, aber es gab keine Art von Verbot. Die Nazis waren eher reserviert dem Buddhismus gegenüber, aber sehr viele damalige Buddhisten waren sehr offen und sehr versucht, hier Zusammenarbeit mit den Nationalsozialisten zu machen. Als der Buddhismus in Österreich noch in den Kinderschuhen steckte, Anfang der 80er Jahre, da sei er als Antithese zur bestehenden europäischen Realität gesehen worden, so Volker Zotz. Es war der Buddhismus ja in seinen Anfängen, als man sich dafür interessiert hat, hier so ein großes Projektionsfeld. Alles, was hier schlecht war in Europa, werden die Tiere gequält, es hat Religionskriege gegeben, es gibt allerlei Arten von Ungerechtigkeiten. Da konnte man sich, es war weit weg, damals war noch kein Massentourismus, damals waren die Informationskanäle noch spärlich, konnte man sich eine wunderbare, heile Welt malen. In Tibet, hinter den sieben Bergen, herrscht die absolut gerechte Gesellschaft. Man ist tolerant, Religionen unterdrücken einander nicht. Und es war ja so die wunderbare, für Mensch und Tier heile buddhistische Welt. Ursula Lyon hat den Buddhismus weniger als philosophische Richtung und mehr als Anwendung fürs Leben verstanden. Das war das Erste und für mich auch Wichtigste. Wie kann ich mein Leben dadurch verbessern, dass ich so Aussagen vom Buddha umsetze? Und hat ja auch die Anweisung gegeben für Meditation, für achtsames Leben, wie man heilsam umgeht. Seine Definition ist heilsam, ist das, wenn man keinem Menschen und keinem Wesen Leid antut und keinen Schaden anrichtet. Die Idee ist, so Ursula Lyon, dass alles in Veränderung, sprich alles unbeständig, unvollkommen und substanzlos sei. Von den Fixierungen loszulassen. Das ist eine der Hauptprämissen, soll man sagen, die dort vorhanden sind und die einem das Leben so erleichtern. Die sich ständig verändern, die eigentlich auseinanderfallen müssen, die absterben müssen, dass sich neue entwickeln. Es ist nicht nur die Veränderung drin, sondern ist richtig das Auflösen und wieder neu gestalten. Auflösen, neu gestalten. Diese drei großen Gesetze, und das Karma kommt noch dazu, wenn man die durchdringt, dann hängt man nicht mehr so an den Sachen. Man klebt nicht mehr an einem. Man will nicht immer alles noch haben und festhalten. Man weiß, es löst sich ja doch auf. Und darum geht es im ganzen Buddhismus. Geht von den Fixierungen loszulassen. Das ist eine der Hauptprämissen, soll man sagen, die einem das Leben so erleichtern. Ursula Lyon ist nun 86 Jahre alt. Das hält sie nicht davon ab, weiterhin zu unterrichten und auch Seminare abzuhalten. Sie nennt ihre Lehre Sampada-Yoga. Durch Körperübungen und Achtsamkeitsmeditation soll man sich selbst Segen geben können. Der ganze Körper atmet mit. Spüren, ob man es wirklich fühlt, dass alle Zellen im Körper atmen. Bei Ursula Lyons Seminaren wird aber nicht nur meditiert und Yoga gemacht, es wird auch gesungen. Einer ihrer Schüler und Anhänger ist Johannes Kroniker. Gerade das Singen hat bei ihm eine Seite zum Klingen gebracht. Ich bin nicht so der Sänger jetzt einmal, nicht? Aber bei Ursula, wenn sie singt, dann habe ich sehr tiefe Erfahrungen, die wahrscheinlich auf meine Kindheit zurückkommen, dass ich dort gesungen habe, freiweg, nicht? Ich habe einfach gesungen, ja. Und ich war singen, ja, wenn man das so sagen kann. Und das hat Ursula gemacht. Ja. Würde ich jetzt nicht unbedingt bei einem anderen Mönch oder bei meinen anderen Lehrern, die ich auch habe, habe ich nie gesungen in dem Sinn, ja. Sabe Shatta Sukhita Hontu, Sabe Shatta Sukhita Hontu. Also es war eine Erfahrung, die jetzt auch meditativ war, weil dieses immer alles Bedenken ausgeschaltet war, im Moment. Ja. Ursula. Das kann ich nur sagen, ja. Das ist einzigartig. Sabe Shatta Sukhita Hontu, Sabe Shatta Sukhita Hontu. In der Reihe Tao hörten Sie Auf dem umfassenden Weg der Entwicklung, ein Porträt der Buddhistin Ursula Lyon,
gestaltet von ihrer Stiefenkelin Rosa Lyon.